Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Kristall. Im letzten Part sind wir in der Arena von Azalea City angetreten und haben gegen Silver gekämpft. Und da ich jetzt schon ein paar Tage nicht mehr aufgenommen habe, gehe ich mal stark davon aus, dass unser Aprikoko Pokéball fertig ist. Dann konnte ich es auf jeden Fall auch mal zeigen. Wie gesagt, ich finde Aprikoko Pokébälle echt praktisch in vielen Situationen. Ich bin meistens nur zu faul dazu, mir welche machen zu lassen. Von daher gesehen, vielleicht wenn ich später irgendwann fliegen kann und ein paar Aprikoko gesammelt habe. Aber ansonsten wahrscheinlich eher nicht. So, auf geht's in den Steineichenwald. Da waren wir ja schon mal kurz drin, um Lana zu fangen. Ich weiß nicht, ich mag diesen Ort echt sehr gerne. Ich finde, der wirkt auch tagsüber richtig düster und kalt, aber irgendwie hat er was. Ich weiß auch nicht. Bis zu diesem Punkt hier hätten wir uns auch schon vor der Arena umsehen können. Allerdings haben wir hier dieses wunderbare Bäumchen, was uns den Weg versperrt. Von daher gesehen, wären wir hier nicht sonderlich weit gekommen. Oh Mist, mein Boss wird sauer sein. Das Porenta mit dem Zerschneider, das mit dem Zerschneider Bäume fällt, um nach Holzkohle zu suchen, ist abgehauen. Ich traue mich nicht in den Steineichenwald, um nach ihm zu suchen. Er ist so groß, dunkel und unheimlich. Das ist natürlich schon ein Problem. Ach ja. Da war ja was. Hallo Paras. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal Lana ein bisschen nachtrainieren. Ist natürlich hier in dem Wald nicht so toll, aber ich hatte sowieso nicht vor, gegen die wilden Pokémon zu kämpfen. Das ist das verschollene Pokémon. Quark! Das müssen wir jetzt irgendwie wieder einfangen. Allerdings habe ich damit ehrlich gesagt immer so ein paar Probleme. Ich weiß auch nicht. Also, wenn wir es ansprechen, dann läuft es davon. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen, wie man das Ganze angeht. Wobei ich finde das ehrlich gesagt in Heart Gold und Soul Silver ein bisschen schlimmer. Weil da gibt es auch noch Gestrüpp auf dem Boden. Wenn man da drauf tritt, dann dreht sich das Pokémon dementsprechend um. Zu der Richtung, aus der das Geräusch kommt. Und es gibt zwei Porenta. Weil hier war doch irgendwo noch ein Item, wenn da schon so eine kleine Erhöhung ist. Habe ich eigentlich Schutz? Das ist eine gute Frage. Wäre ja, vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich habe einen Schutz, immerhin. Ist hier echt nichts? Oder ich bin gerade einfach zu blöd, es zu finden. Okay. Dann halt nicht. Hallo. Quark. Ich meine, wenn ich es jetzt von oben anspreche, dann fliegt es aber nach rechts. Deswegen spreche ich es mal von der Seite an. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie das Ganze funktioniert, aber probieren geht über studieren, würde ich sagen. Wo bist denn du? Da. Quark. Jetzt gehst du wieder nach oben. Hätte ich es echt einfach von oben ansprechen müssen? Das ist ja zu einfach. Gut, dass ich mich damit echt nicht schwer tue. Ich weiß auch nicht. In Pokémon X und Y gibt es auch so ein Rätsel. So ein kleines. Da tue ich mich auch immer schwer mit. Ah doch, jetzt geht es nach unten. Na gut. Ich habe ein bisschen zu kompliziert gedacht. Ich gebe es ja zu. So. Wow, vielen Dank auch. Die Pokémon von meinem Boss gehorchen mir nicht, da ich keinen Orden besitze. Ah, mein Porenta. Das ist für uns gefunden. Wir können ohne es nicht den Zerschneider einsetzen, mit dem wir Bäume fällen, um Holzkohle zu finden. Danke. Wie kann ich dir danken? Ah genau, nimm dies. Und da haben wir unsere erste VM. Unsere erste? Ne, wir haben Blitz schon. Unsere zweite. Diese VM enthält Zerschneider. Bring sie ein Pokémon bei, um kleine Sträucher zu zerschneiden. Du nötigst noch den Orden aus der Pokémon-Arena von Azalea City, um sie einzusetzen. Ja, das hätten wir alles auch schon vor der Arena machen können, aber wie gesagt, um den Orden kommen wir jetzt nicht weit. Ich möchte links nochmal raus aus dem Steineichenwald, denn die beiden da, die wohnen ja hier in der Stadt
und die haben noch ein kleines Geschenk für uns, was ich auf jeden Fall ganz gerne abholen möchte nach dieser ganzen Geschichte. Ich hoffe, die sind jetzt auch hier. Ja, auf magische Art und Weise haben sie sich teleportiert. Du hast Team Rocket vertrieben und bist allein in den Steinerchenwald gegangen. Du hast ja Mut, das mag ich. Komm, trainier mit uns. Okay, was tut das? Es tut mir leid, ich habe dir noch gar nicht gedankt. Das ist Holzkohle, die ich selbst gemacht habe. Feuer-Pokémon wären froh, so etwas halten zu dürfen. Sehr schön. Holzkohle ist ein sehr, sehr praktisches Item. Das erhöht nämlich die Stärke von Feuerattacken. Und ich denke, das ist doch ganz ideal für unser Starter-Pokémon. So. Wundersaat haben wir ja schon bekommen. Und es gibt natürlich auch noch viele andere Items. Zauberwasser, Magnet, Giftstich und so weiter. Finde ich eigentlich immer ganz praktisch, sowas zu haben. Okay. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Lana Zerschneider lernen kann. Also es ist ein Pflanzen-Pokémon. Ich gehe jetzt einfach mal ganz stark davon aus. Ansonsten, ja gut. Edna wird garantiert keinen Zerschneider lernen können. Würde mich wundern. Ich glaube, Isuna kann es aber lernen. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich meine, da würde ich aber ganz gerne drauf verzichten. So. Nein, nicht Pokémon. Wo haben wir es denn? Ja, bitte. Okay. Mein Magen knurrt. Das finde ich nicht so nett. Ich weiß auch nicht, wie Igelava Zerschneider einsetzen möchte, aber ich glaube, sie haben es einfach so gemacht, dass alle drei Starter-Pokémon Zerschneider lernen können, dass man an dieser Stelle nicht ganz so aufgeschmissen ist, aber ich bringe es auf jeden Fall in dem Fall Lana bei. Finde ich irgendwie sinnvoller. Ich möchte den Zerschneider auf jeden Fall einsetzen, ja. Das war auch so ein bisschen revolutionär. In Gold, Silber, Kristall konnte man halt einfach durch Anklicken VMs schon einsetzen. Und in Rot, Blau, Gelb musste man ja immer noch hier Pokémon und dann auf Zerschneider drücken. Das war echt umständlich. Also da war ich echt froh, dass sie das geändert haben. Steineichenwaldschrein. Er wurde zu Ehren des Waldpatrons aufgestellt. Wunderbar. Ich komme aber echt nicht weit. Also ich hatte irgendwie im Gefühl, dass es hier weniger wilde Pokémon gibt. Aber gut. Da müssen wir jetzt nochmal durch. So. Die Items fallen aber auch extremst auf in dieser Dunkelheit. Das muss man ja mal so sagen. Meine Güte. Also die wilden Pokémon sind echt so ein bisschen anhänglich hier. Wenn es wenigstens Pokémon wären, die ich mit Lana bekämpfen könnte, aber nee. So. Stimmt, du warst der Typi. Aber die Frage ist, will ich zu dem Typen? Also ja, auf jeden Fall. Der bringt uns nämlich eine ziemlich coole Attacke bei. In Heartgold Soul Silver macht er das beliebig oft. Hier macht das nur einmal, deswegen muss ich mir das echt mal überlegen, für wen ich das nutzen möchte. Ich überlege gerade, für die Pokémon, die noch kommen. Für ein Pokémon, was ich noch fangen möchte, wäre das vielleicht echt nicht so schlecht ansonsten. Lana wird es nicht lernen können, oder wenn sie es lernen kann, ist es ziemlich überflüssig. Isuna, weiß nicht, ob sie das unbedingt braucht. Aber ich bin mir so unschlüssig, weil die Attacke ist echt ziemlich cool. Ich könnte es Edna beibringen. So anstelle von, weiß ich nicht, Heuler oder so. Wäre auf jeden Fall um einiges besser als Tackle. Hätte zwar keinen Step, aber das macht ja nichts. Was ich mache? Ich setze Kopfnuss ein, um Bäume zu schütteln. Das macht Spaß. Probier es doch auch einmal. Ich finde, Kopfnuss ist eine echt super Attacke. Ist eigentlich sogar ziemlich stark und man kann damit Bäume rütteln. Und da fallen manchmal Pokémon raus. Das fand ich auch ziemlich cool. Ich habe das immer total gerne eingesetzt, weil ich das irgendwie ziemlich faszinierend fand. Nee, ich weiß noch nicht. Also, wenn, dann würde ich es vermutlich Edna beibringen.
oder dem nächsten Pokémon, was in unser Team kommt, muss ich mir mal überlegen. Gehen wir erstmal bis zur nächsten Stadt und dann mal gucken. Wirklich groß ist der Steineichenwald ja nicht. Aber, Besonderheit, es gibt hier drin Trainer. Die gab es in Gold und Silber hier drin nicht. Hatte mich so bei meinem ersten Playthrough von Kristall echt gewundert. So, hä, hier sind Trainer drin? Ja, tatsächlich. Aber auch hier kann ich, glaube ich, nicht sonderlich viel machen. Wobei, ich habe den Zerschneider jetzt. Den könnte ich vielleicht einsetzen. Der macht doch gut Schaden. Okay, nehme ich. Fun Fact dazu, in meinem allerersten Playthrough von Pokémon Rot, konnte ich ja noch nicht lesen, und ich hatte ein Mirapla im Team, beziehungsweise dann später ein Duflor, und wollte eigentlich Schlafpuder machen, aber weil ich ja noch nicht lesen konnte, bin ich aus Versehen auf Zersteiner gekommen. Ich meine, gut, S und Z, da ist eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden. Und so habe ich damals festgestellt, dass man VMs auch im Kampf einsetzen kann. Das wusste ich vorher gar nicht. Das war total random, dass ich das herausgefunden habe. Und ja, ist ziemlich praktisch. Also so Attacken wie Surfer zum Beispiel oder auch Kaskade oder was auch immer, finde ich im Kampf ziemlich praktisch. Ich meine, gut, andere VMs wie jetzt Blitz oder Auflockern oder so, da könnte ich drauf verzichten. Wobei Auflockern mittlerweile ja ein bisschen besser geworden ist, dadurch, dass es auch Hazards entfernen kann. Aber prinzipiell so zum normalen Durchspielen, nee, muss nicht sein. Habe ich? Ich habe doch bestimmt Paraheiler, jawohl. So. Ich meine, da kommt aber noch ein Trainer. So kurz vor Ende, oder? Ist ja nur ein einziger Trainer drin. Ich dachte, hier wären mehr. Aber gut. Hallo. Hast du den Schrein gesehen, der dem Schutzpatron huldigt? Er wacht über den Wald aus einer anderen Zeit. Ich glaube, das ist ein Pflanzen-Pokémon. Ja, was ich, könnte das nur sein? Oh, interessant, du erstellst einen Pokédex. Das muss schwierig sein, wenn du keine Pokémon triffst. Versuch es mit dieser TM. Dürfte Lockduft sein? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Und was ist? Bist du ein Omot oder ein Smetbo oder ein Smetbo? Okay. Ich frage mich immer, wie die Leute da eigentlich reinkommen, weil, naja, ich glaube, sie müssen über die Theke drüber klettern, um da wirklich reinzukommen. Aber gut, oder sie werden da eingesperrt. So, Tipps für, niemand mag Tipps für Trainer. Also das fand ich ja vielleicht noch in Pokémon Rot, Blau, Gelb echt interessant. Gab es da Tipps für Trainerschilder? Ich glaube schon. Aber mittlerweile, ich meine, sie müssen es ja so ein bisschen machen. Es gibt ja immer Leute, die gerade erst mit Pokémon anfangen und auch bei neueren Spielen. Auch bei X und Y oder Oras. Sie müssen ja halt gucken, dass es so ein bisschen einsteigerfreundlich ist. Von daher gesehen haben diese Schilder auf jeden Fall ihre Berechtigung, aber ne? Ich glaube, die meisten Leute lesen die gar nicht. Und mittlerweile kann ich halbwegs gut mit Lana kämpfen. Okay, gut. Ich bin auch so ein paar Level höher als die Gegner. Aber prinzipiell klappt das echt ganz gut. Schicken wir dich mal rein. Man muss aber auch dazu sagen, generell Levelkurve in Johto ist ja nicht so sonderlich hoch. Deswegen kriegen wir auch nicht so viele Erfahrungspunkte. Und leveln nicht ganz so schnell, habe ich zumindest immer so das Gefühl. Das würde auch erklären, warum man bei der Pokémon-Liga auch 10 Level niedriger ist als in anderen Spielen. Finde ich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht so schlimm. Also das ist ja angepasst. Ist ja nicht so, als wenn ich wenig EP kriegen würde und dann in den Arenen irgendwie Probleme hätte. Das passt ja alles ganz gut. Natürlich, ich bin vom Level her halbwegs hoch, weil ich nur 3 Pokémon im Team habe aktuell. Das wird sich jetzt auch so schnell nicht ändern. Aber ich glaube, alleine für die nächste Arena ist das gar nicht so verkehrt. Also die dritte Arena in Johto ist die Hölle, kann ich euch nur sagen. Wisst ihr wahrscheinlich auch fast alle. Deswegen, ich glaube, da ein bisschen höher zu sein vom Level her, kann definitiv nicht schaden. Deswegen. Und Level Up.
Stachelspore. Nee, danke. Ich glaube, Stachelspore brauche ich nicht zwingend. Ich habe Giftpuder. Und noch ein Habitak. Nee, danke. Da wechsle ich wieder. Ich überlege gerade, Giftpuder könnte mir in der Arena tatsächlich auch so ein bisschen helfen, wenn es denn trifft. Ich muss mir generell mal überlegen, wie ich die Arena in Angriff nehmen möchte. Weil ich habe halt auch nur 3 Pokémon. Da muss man dann schon ein bisschen überlegen, was man da macht. Aber ich glaube, ich bringe hier echt mal Kopfnuss bei. Weil nur mit Tackle und Lehmschelle, ja, kämpft das sich nicht ganz so gut. Wofür habe ich denn die TM? Da. Ja, bitte. Ja. Ja gut, ich glaube, wir können auf den Heuler mal verzichten. Okay. Ich habe gerade mein Pokémon aus der Pension wieder abgeholt. Sehen wir mal, wie stark es geworden ist. Jetzt bin ich gespannt. Hattest du nicht einen Snubbull? Warst du nicht ein Poké-Fan? Ja. Ich wollte immer deren T-Shirts haben. Weil so ein T-Shirt mit Pikachu... Ich will eins haben. Aber ich habe irgendwie noch nie so ein richtig, richtig schönes Pikachu-T-Shirt irgendwo gesehen. Ist ja auch so ein bisschen schwierig mit Copyright und so weiter. Also ich könnte mir jetzt nicht einfach selber ein Pikachu-T-Shirt drucken lassen. Das darf man ja nicht. Deswegen, irgendwann kaufe ich mir ein Pikachu-T-Shirt. Ich meine, Pikachu-Cosplay habe ich ja schon mal gehabt. Oh, du hast eine Beere. Okay, wie viel Schaden macht eigentlich der Zerschneider? Boah. Kommt, glaube ich, etwa auf das Gleiche hinaus. Aber wie hier noch immer steht, Lana benutzt Absorber und benutzt dann so abgekürzt. Ach Gott, die alten Pokémon-Spiele. Da war noch... Also ich glaube, das Allernervigste sind für mich die kurzen Textboxen. Prinzipiell habe ich da kein Problem mit, aber so zum Let's Playen ist es echt anstrengend, weil, ja, soll ich das am besten erklären? Du hast halt da den Text, du liest ihn vor und dann ist es irgendwie so abgehackt, weil es im ersten Moment dauert, bis die nächste Textbox quasi nachgeladen wird. Und ja, es ist dann so, ich bin der Pokémon-Experte in meiner Klasse. Es ist dann nicht so, ne, man kann es nicht so gut flüssig vorlesen, weil man erst drücken muss. Und dann, also das Nachladen der Texte dauert hier einfach ein bisschen länger. Und ja, das ist so... Zum Vorlesen immer so ein bisschen anstrengend, das habe ich in meinem Pokémon Gelb Let's Play auch schon gemerkt, aber was will man machen? Aber ansonsten finde ich eigentlich, man gewöhnt sich ziemlich schnell wieder dran. Ich meine, wie wir zum ersten Mal Pokémon auf dem 3DS gespielt haben, waren wir wahrscheinlich auch alle ziemlich geflasht und oh mein Gott, alles irgendwie anders. Und irgendwann mitten im Spiel war das dann schon komplett normal. Da hat man nicht mal das Spiel angemacht und gedacht, oh mein Gott, alles anders. Man hat sich einfach dran gewöhnt. Es war zwar immer noch toll, aber wie gesagt, man hat sich einfach so ein bisschen dran gewöhnt und das ist hier eben auch so. Ist anfangs immer so eine kleine Umstellung, aber ansonsten... Wie gesagt, die kurzen Textboxen sind nervig, alles andere, damit kann ich ganz gut leben. Huch, nein, ich wollte gar nicht wechseln. Ich verbinde damit einfach so viele schöne Erinnerungen. Deswegen, also ich bin immer noch total glücklich mit diesem Projekt. Ich wollte das auch schon echt lange machen, muss ich dazu sagen. Also ich habe ja zuletzt Pokémon Alpha Saphir Let's Played und davor sehr, sehr lange Zeit Pokémon Schwarz 2, weil das ein sehr langes Projekt war. Davor, glaube ich, Pokémon Gelb und davor Platin. War das so die Reihenfolge? Ich glaube. Und davor Hard Gold. Ja. Und nachdem ich Hard Gold Let's Played habe, wollte ich natürlich erstmal nicht wieder Johto Let's Playen und habe dementsprechend dann Platin gemacht und dann Gelb und dann Schwarz 2. Und während Schwarz 2 habe ich echt schon Lust bekommen auf Kristall,
weil mir das Pokémon Gelb Let's Play einfach so gut gefallen hat, weil es, wie gesagt, so eine kleine Reise in meine Kindheit gewesen ist und da habe ich einfach gedacht, das könnte man mit Kristall auch richtig gut machen. Und seitdem habe ich so gedacht, könntest du das ja vielleicht mal machen. Gut, dann wurde Pokémon Alpha Saphir angekündigt, dann hat er sich das erstmal erledigt. Aber ja, wie gesagt, ist eigentlich schon recht lange geplant gewesen. Auch so mein Team war schon so ein kleines bisschen geplant. So Fumpy zum Beispiel wollte ich von Anfang an unbedingt ins Team holen. Und ja, es ist eigentlich immer ganz schön, wenn man dann Projekte, die man schon echt lange geplant hat, dann auch wirklich umsetzen kann. Das ging jetzt zum Beispiel mit Pokémon Ranger 3, was ich ja aktuell auch Let's Playe. Hier, voll die dreiste Eigenwerbung und so. Das ging mir damit auch so. Das wollte ich schon ewig lange Let's Playen. Man könnte jetzt natürlich einfach sagen, ja, warum machst du es dann nicht einfach? Es ergibt sich nicht unbedingt immer. Also man hat oftmals einfach andere Projekte, die man erst machen möchte. Und es muss ja auch so ein gewisser Abstand dazwischen sein. Also ich habe ja Ranger 2 Let's Played und ich wollte dann nicht direkt danach Ranger 3 machen, sondern erst ein bisschen was anderes. Und dann wollte ich Ranger 3 nicht machen, während ich noch zur Uni gehe, weil ich wirklich Zeit haben wollte für dieses Projekt, weil es eben auch ein sehr umfangreiches Projekt ist und so weiter. Und dann hat sich das alles so ein bisschen aufgeschoben, genau wie Kristall. Und dann ist es irgendwie so ein ganz befreiendes Gefühl, dann dieses Projekt auch endlich machen zu können, wenn man das irgendwie nachvollziehen kann. So. Tschüss, Hopspross. Solana schlägt sich, wie gesagt, echt gut hier. Finde ich schön. Gut, an dieses Item komme ich ja leider erstmal nicht dran. Das hat mich als Kind so geärgert. Ich wollte da unbedingt dran und es ging einfach nicht. Pension, wir ziehen deine Pokémon für dich auf. Na dann. Hallo, ich bin der Pensionsleiter. Kennst du dich mit Eiern aus? Ich habe Pokémon mit meiner Frau aufgezogen. Wir waren entsetzt, als wir ein Ei fanden. Das ist doch unglaublich, oder? Nun möchtest du das Ei? Okay, nimm ich. Ich fand dies, als ich mich um ein Pokémon eines anderen Trainers kümmerte. Aber der Trainer wollte das Ei nicht, also habe ich es behalten. Was man hat, das hat man, ne? Ich bin die Pensionsleiterin. Ja, ich kenne mich mit Eiern aus. Mann und ich haben Pokémon aufgezogen. Wir waren erstaunt, als wir ein Ei fanden. Ist doch unglaublich, oder? Nee, danke. Ich werde mal eben kurz einen Schluck trinken. So, muss auch mal sein. Die Pension war auch ziemlich revolutionär. In Gold, Silber, Kristall. Denn vorher konnte man Pokémon zwar auch in die Pension reingeben. Und die wurden dann quasi gelevelt, haben neue Attacken gelernt und so weiter. Und man musste am Ende halt Geld bezahlen, um sie wieder abzuholen. Aber man konnte halt keine zwei Pokémon reinpacken, die dann gegebenenfalls ein Ei legen. Deswegen, also das fand ich echt sehr faszinierend damals. Ich bin auf der Suche nach verdächtigen Individuen. Ja, du willst nur nachts kämpfen, ich erinnere mich. Also die Pension fand ich echt mega cool. Ich habe mich ja total darüber gefreut, dass man jetzt Pokémon züchten konnte. Und ich habe mich da auch lange mit beschäftigt, von wegen, wenn ich jetzt zwei unterschiedliche Pokémon in die Pension gebe, welches Pokémon kommt dann dabei heraus und wie ist das mit den Geschlechtern und welche Attacken werden vererbt und so weiter. Also ich fand das damals echt sehr spannend und habe das auch gut ausgenutzt. Was es mit diesem Ei auf sich hat, muss man dazu sagen, das gibt es nur im Pokémon Kristall. Und es ist nicht festgelegt, welches Pokémon dabei rauskommt. Es gibt eine bestimmte Auswahl an Pokémon und eins davon wird es auf jeden Fall am Ende werden. Und es gibt, glaube ich, eine 50%ige Chance, meine ich, dass das ein Shiny-Pokémon ist. Dementsprechend bin ich mal sehr gespannt, was wir am Ende dabei rausbekommen werden. Meinem Glück wahrscheinlich kein Shiny, aber mal gucken. Wäre irgendwie ganz cool. Und Level 18. Sehr gut. Schlafpuder ist natürlich auch nicht schlecht. Hast du noch einen Slot frei? Ich glaube ja. Ja, den Lockduft brauche ich nicht zwingend. Camper Bodo.
Pokémon Ranger 2 lässt grüßen. Was steht hier? Huch, steht hier eigentlich? Route 34, Dukatia City, Azalea City. Ich weiß auch nicht, ob es Dukatia ist oder Dukatia. Also ich spreche es immer einfach Dukatia aus, weil es im Anime auch so ausgesprochen worden ist. Kann man aber, glaube ich, machen, wie man möchte. Steineichenwald irgendwo dazwischen. Wunderbare Wegbeschreibung. Ja, herzlich willkommen in der nächsten Stadt. Und auch in der größten Stadt hier in Johto. Da werden wir uns im nächsten Part auf jeden Fall mal ausgiebig umsehen. Denn hier gibt es ganz viel zu entdecken. Also wirklich ganz viel. Das wird vermutlich den ganzen Part füllen. Du hattest schon Level 18. Okay. Wie weit ist unser Ei eigentlich? Was ist denn im Ei? Gedulde dich noch ein wenig. Ja, ich werde es einfach mit mir rumschleppen. Ich habe ja sowieso Platz im Team, von daher gesehen passt das. Okay. Dann würde ich sagen, wir sind ja heute schon recht weit gekommen. Im nächsten Part die Erkundung von Dukatia City. Und ich muss anmerken, ich finde diesen Boden hier unglaublich anstrengend zum Draufgucken. Also wer kam auf die blöde Idee, rosafarbene Steine und so ekelhaft gelben Putz zu benutzen? Keine Ahnung, es tut in den Augen weh, aber da müssen wir durch. Dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Kristall. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.